In diesem Video erkläre ich, wie das Losverfahren im StudIP funktioniert und wie die Anmeldung zu einer Veranstaltung mit dem Losverfahren abläuft. Zum Anfang jedes Semesters trägst du dich in deine Module im Löwenportal ein. Die Anmeldung für die zugehörigen Veranstaltungen erfolgt dann im StudIP. Dort können Lehrende die Anmeldung zu einer Veranstaltung per Losverfahren einstellen. Dabei ist es egal, wann genau du dich anmeldest, solange es innerhalb der Anmeldefrist geschieht. Außerdem haben beim Losverfahren alle die gleiche Chance auf einen Platz in der Veranstaltung. In vielen Fällen sind die Veranstaltungen dabei mit den Modulen im Löwenportal verknüpft. Mit einem Klick gelangst du auf die Veranstaltungsseite im StudIP. Wenn es diese Verknüpfung noch nicht gibt, einfach im StudIP oben in die Suchleiste den Namen des Moduls eingeben oder direkt nach dem Titel der Veranstaltung suchen. Klicke nun in der linken Spalte auf Zugang zur Veranstaltung. Wenn es mehrere Veranstaltungen gibt, kannst du deine Auswahl priorisieren. Je nachdem, welche Veranstaltung du am liebsten besuchen willst oder welche am besten in deinen Stundenplan passt. Klicke im Anschluss auf Speichern. Geschafft! Du hast dich erfolgreich zum Losverfahren angemeldet. Unter Veranstaltungen siehst du nun bei Anmelde- und Wartelisteneinträge deine Veranstaltungsanmeldungen sowie das Datum der Platzvergabe und deine Chance auf einen Platz. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an den StudIP Support unter admin@studip.uni-halle.de wenden. In der Videobeschreibung findest du Links zu weiteren hilfreichen Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg im neuen Semester!